Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter im letzten Part. Hier am Haiasee haben wir das die Bootsfahrt gemacht, ne? Mit Tena. Und jetzt geht's oben auf jeden Fall weiter am Flussoberlauf der Zoras. Dort werden wir auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wollen wir heute angeln? Wir könnten angeln oder wir könnten halt in Zoras Reich so leicht eindringen. Eindringen hört sich doof an. Aber so den, ja, das Zoras Reich halt so ein bisschen erkunden. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, erstmal zack, verwandeln. Ja, ich drücke wieder die falsche Taste. Das ist immer gut. Man kann hier halt zwei Items noch bekommen. Bei Tena, bei Sena. Sena ist das jetzt, genau. Das sind ja zwei Schwestern. Und bei Sena kann man zwei Items erhalten. Oh, das ist die Musik von Agneta. Schön. Hier ist er also. Die Musik. So, was ist denn da? Da ist ein Herzteil. Frage ist das wirklich ein Herzteil oder halt nicht? So, wir haben auch schon die Angel. Und man kann hier halt an einem bestimmten Punkt mit der Angel auch ein random Item rausziehen. Denn normalerweise gibt es hier noch eine Flasche zu holen. Irgendwo. Wo genau, bin ich mir gerade auch nicht sicher. Und da haben wir das random Item bekommen, liebe Leute. Leider ist es nur, sind es nur 5 Rubine und keine Flasche. Schade. Gut, dann hat sich das aber schon mal erledigt. Wir können das abhaken. Und ja, das andere Item würde ich auf jeden Fall auch gerne noch holen. Dafür muss ich aber, wie gesagt, mit Sena eine Runde angeln. Ich glaube, das sind aber die einzigen 2 Items, die man hier bekommen kann. Ansonsten schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare. Aber ich denke, das Herzteil und die Flasche dort sind die einzigen 2 Items, die man hier bekommen kann. Ansonsten kann man halt hier noch einen Haufen anderen Quatsch machen. Ne? Man kann hier mit der Murmelbahn spielen. Man kann, ja, man kann angeln und kann sich hier ein Foto gewinnen. Und, aber ich glaube ansonsten, Items-mäßig gibt es da nichts. Okay. So. Erstmal einen schönen Schluck Kaffee, würde ich sagen. Und das ist jetzt auch unser einziges Verlangen, dieses Herzteil zu angeln. Danach hören wir auch direkt auf. Kann halt sein, dass das auch wieder irgendwie gerandomized ist, das Ding da oben. Bam, das war ein One-Shot. Jo, ist aber wirklich ein Herzteil. Geil. So, zack. Du Draufgänger. So, wie mache ich das jetzt? Aufhören zu angeln. Aufhören. Cool. Dann haben wir die 2 Items auf jeden Fall schon mal geholt. Und jetzt geht's zum Zora-Fluss. Geht's zum Zora-Domain. Genau. Das ist jetzt unser Ziel. Dort gibt's auf jeden Fall einen Sekt. Da gibt's einige Geister zu holen. Ein paar Schatzkisten gibt's zu holen. Jo. Da gibt's auf jeden Fall ein paar schöne Items noch. Du. So, war ich schön hier. Dann haben wir nämlich Tena und Sena auch schon abgeschlossen. Ich glaube ansonsten gibt es hier nichts weiter, oder? Hier unten können wir uns noch ein bisschen Geld holen, theoretisch. Zack. Obwohl wir geldmäßig eigentlich ganz gut aufgestellt sind aktuell. Wir könnten halt in Kakariko mal, ja, in Kakariko könnten wir mal das Geld bezahlen für die Brücke. Weil dann gibt es als nächstes, glaube ich, das Geld für den Maro-Markt. Und ja, sobald wir den Goronen dann eben auch gemacht haben, dann müsste es, also den Goronen-Pfad gemacht haben, den Dungeon erledigt haben, dann müsste es da auch nochmal ein neues Item geben. Also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. So ist es nicht. So, ich gönne mir nochmal meine Schuhe. Denn wir haben hier unten, glaube ich, auf jeden Fall Schatzkisten. Dachte er. Vielleicht irre ich mich auch.
Ich glaube, auf dem Grund des Sees gibt es doch keine Schatzkisten. Aber auf jeden Fall hier, wenn man nach oben geht, sind welche versteckt. Da bin ich mir relativ sicher. So. Dann schauen wir doch gleich mal hier. Und machen gleich mal Nacht, denn hier gibt es auf jeden Fall auch Geister. Und das ist gut. Oh, da liegt schon eins. Einfach wieder ein Herzcontainer, wie geil. Jo, und das ist auch das zweite Insekt, glaube ich, hier. So, dann einmal bitte Nacht machen. Wie gesagt, hier müsste, glaube ich, auch ein Geist sein. Doch nicht? Doch, hier hängt er rum. Komm her, mein Freund. Und Tschüssikowski. So, und zack, 100 Rubine. Wir müssen unser Geld bald ausgeben. Wichtig. Und hier noch eine Schatzkiste. Mega. Ein Schlüssel für den Seeschrein. Seeschrein, Seeschrein, Seeschrein. Okay. Mann, wie viel braucht man da? 3. Okay, da brauchen wir noch 2 Schlüssel, dann könnte man den machen. Wenn wir noch Wasserbomben haben. Ich glaube, Wasserbomben sind auch notwendig dafür. Um überhaupt erstmal reinzukommen, klar. Klar sind die notwendig. Okay. Wir könnten auch schon in das Reich des Wilden. Also hier, vor sie rein. So, jetzt erklimmen wir aber erstmal schnell hier. So, schön vorsichtig und Fangstoß. Und ein weiteres Insekt ist am Start. Sehr schön. Okay. Oh Gott. Da haben wir noch eine Schatzkiste. Ganz wichtig. Doch nicht so wichtig. Oh Gott. Oh. Wie gemein diese Fallen immer sind. So, zack. Das sind auch so coole Parts, finde ich. Diese Jumping Parts. So. Zack. Hier geht's doch gleich eigentlich weiter nach oben, oder? Was ist denn hier? Ei, kann ich da hin? Ich glaube, ich gehe auch erstmal hier hin. Obwohl, nee, warte mal, ich kann später noch hier runter. Ja, ich kann später noch hier runter kommen. Aber da brauche ich Bomben für. Glaube ich. Okay, warte, ich gehe mal kurz hier lang. Denn ich glaube hier... War nicht hier auch ein Geist? War hier kein Geist? Nee. Da müsste es nach Hyrule gehen. Hyrule-Ebene. Aber... Habe ich jetzt alle Geister? War hier nicht nur einer? Okay, ich irre mich, glaube ich. Ach Quatsch, ich brauche gar keine Bomben. Ich habe doch den Morgenstern. Manchmal bin ich so verwirrt, ne? So, verwandeln. Klar, ich brauche keine Bomben. Ich hab dich doch. Bäm. Okay, wir brauchen ganz dringend jemanden, wo wir unser Geld ausgeben können, sonst sind wir bald voll. Das wäre nicht so gut. Dann geht das ganze Geld ins Leere. Ich hätte echt gedacht, hier gibt es noch irgendwo einen Geist. Ich dachte, wir haben 3 Geister gesehen. Aber nö. Hier scheint es erstmal nichts weiter zu geben. Oder habe ich was verpasst? Nö, ne? Ich glaube, das war's. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz hier rein. Hier brauche ich aber auf jeden Fall Wasserbomben. Da kann ich halt einen Goron befreien. Das müssen wir uns merken. Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht. Gibt es hier einen Geist? Aua. Der Postbote ist auf jeden Fall am Start, aber einen Geist gibt es hier auch nicht. Nö, leider nicht. Hier bräuchte ich auch wieder die Fackel. Da kann man halt 2 Sachen anzünden. Ansonsten
Ich glaube, ansonsten da unten komme ich auch noch nicht so weit. Okay, wir brauchen Taucherausrüstung und wir brauchen die Fackel. Dann sind wir hier auch erstmal wieder durch, Leute. Ja, wie gesagt, wir können halt ins Schneegebiet. Ich glaube, da sollen wir auch questmäßig eigentlich hingehen. Weil wir haben auch einen Morgenstern am Start. Wir würden auf jeden Fall durchkommen. Warte mal, wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite? Mann, muss ich da nochmal rumlatschen? Das ist jetzt doof. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Schneegebiet. Ja, dann machen wir das, ne? Da können wir auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht, können wir die Abfahrt spielen? Die können wir, glaube ich, erst spielen, wenn wir den Dungeon erledigt haben. Wir haben aber jetzt noch nicht so viel an Schlüsseln für die Villa des Wilden. Ich weiß gar nicht, Eisvilla heißt das Ding, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Snowpeak halt. Ja, Snowpeak. Aber wir gucken einfach mal rein. Komm, let's go. Shit happens. Wir gucken einfach mal. Aber wir kriegen, glaube ich, sowieso noch ein Item von Ashley, oder? Ah, nee, warte mal. Wir kriegen zwar ein Item von Ashley, aber wir kommen hier nicht weiter, solange wir nicht die Dunstforelle geangelt haben. Jetzt habe ich es, genau. Wir brauchen ja den Geruch von der Dunstforelle. Ansonsten kommen wir, glaube ich, nicht durch den Schneesturm. Das war es. Genau, jetzt habe ich es. Aber wir kriegen hier ein Item von Ashley. Weil das quasi gerade unsere Quest ist. Hey, du bist doch Link. Ich bin Ashley und meine Haare wirbeln im Wind. Hast du das gesehen? Hab schon viel über dich gehört. Ich gehöre auch zu Thelmas Leuten. Ashley, mein Name. Aber was machst du eigentlich an so einem gefährlichen Ort wie diesem? Seitdem die Hütte der Soras eingefroren war, ist es in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Soras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in diesen Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also hier Wache gestanden und tatsächlich ist dieser Riese hier aufgetaucht. Sie hat sich einfach verkleidet als Riese. Oh, wir haben ein Schlüsselfragment bekommen. Das ist eines der Boss-Key-Items von der Kronenmine. Wichtig. Genau, wir müssen da quasi einen Fisch angeln. Dann kriegen wir den Geruch. Ich weiß nicht, ob es jetzt möglich ist, in der momentanen Situation da rauszugehen. Wir probieren es mal. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir brauchen den Fisch. Ansonsten verirren wir uns, glaube ich. Weil wir haben halt den Geruch nicht, dem wir folgen müssen. Und ich glaube, gerade hier am Anfang ist das schon wichtig. Oder? Nö, scheint auch nicht so wichtig zu sein. Okay, dann habe ich mich geirrt. Was für ein Schneesturm. Okay, scheint, als wären wir irgendwie nicht bekommen. Jetzt kommt der Schneesturm. Okay, nee, ich komme nicht weiter. Alles klar. Gut, also man braucht wirklich den Geruch des, Lachses, um hier weiterzukommen. Ansonsten kommst du ja auch gar nicht weiter. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja noch einiges zum Abklappern. Aber wir haben jetzt was getriggert. Und ich glaube, da können wir jetzt in Kakariko auch weitermachen. So war das, glaube ich, beim letzten Mal. Das heißt, theoretisch, wir haben auch einige Insekten wiedergefunden. Da könnten wir auch theoretisch was machen. Wir haben noch einiges vor uns. Da geht noch was. So, ich würde sagen, wir teleportieren uns. Wir haben ja einige Teleporter. Eldin. Ich würde mich mal kurz hierhin teleportieren, weil hier ist auf jeden Fall auch noch einer von den Wölfen, von den okkulten Künsten. Ah, die war quasi, wo wir noch einen Gegenstand bekommen, ein Random. Dementsprechend. Okay, da liegt zum Beispiel eine Geisterseele. Du, 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 du. Zack. Nummer 8. 20 brauchen wir fürs erste Item. Und ich glaube nur, 20 sind sogar nur alleine relevant, ne? Ja, ich glaube schon. Weil...
Genau, du bekommst bei 20 ein Item und bei 60 bekommst du halt einen. Bekommst du nur noch Geld. Ne, so war das, glaube ich. So, wir können hier wieder ein bisschen Geld spenden. Ne, damit wir erstmal ein bisschen was loskriegen. Gerade jetzt, wo wir zu Akneta gehen und nochmal wegen den Insekten was abgeben wollen. Kann sein, dass wir da wieder Hunis bekommen. Deswegen lieber nochmal ein bisschen was spenden. Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch 6 Mal rein investieren in den Mann. Dann bekommen wir da auch ein Random Item. Wie gesagt, halt 1000 Rubine und du bekommst halt ein Random Item danach. Ist halt viel Kohle, ne, was da reinfließt, aber es lohnt sich. So, geben wir erstmal ein paar Insekten ab, würde ich sagen. Das letzte Mal haben wir hier den Nachtkristall bekommen, also das hat sich richtig gelohnt. Vielleicht hat Akneta halt noch mehr schöne Sachen für uns. Möglich ist alles. So, ja, du kannst mir helfen. 2 haben wir noch, okay. Sind gar nicht so viele. Ich habe gedacht, wir haben mehr. Schade eigentlich. Okay, da haben wir noch 50 Rubine bekommen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Und hier noch den Nashornkäfer, glaube ich. Und da bekommen wir noch ein Herzteil hinterher geschmissen. Alles klar. Naja. Kein Item, aber trotzdem schön. Gut, dann hätten wir das erstmal wieder. Was können wir noch machen? Wir haben ja auch einige Teleportziele, ne? Wir können aber, guck mal, wir können auch nach Firone in den Wald. Ja. Ordonquelle. Das ist S und das ist N. Also, wir können zwar nicht direkt in den Wald, durch den vergifteten Wald, wo es auch nochmal viele Gegenstände gibt, aber wir können uns hierhin teleportieren. Quasi zum Dungeon. Und in die verlorenen Wälder. Das ist auch möglich. Ja, ist möglich. Aber ich glaube, ich würde dann jetzt erst nochmal nach Kakariko gehen. Denn ich glaube halt, wie gesagt, wir triggern da jetzt was. Ich glaube. Müssen wir mal gucken. So, da können wir auch durch. Verwandeln. Und einmal ganz kurz Tageszeit ändern. So. Hä? Komme ich hier wieder an als Wolf? Okay, erst die Tageszeit ändern, alles klar, hab verstanden. So, okay. Dann einmal hier durch. Gucken wir erstmal, was wir hier noch Schönes holen können. Aber ich glaube, hier gibt es nur einen Huhn. Düdüm. Ich glaube, hier drinnen kann ich jetzt noch nichts machen, oder? Brauche ich, glaube ich, auch. Doch, da gibt's was. Okay, da gibt's eine Schatzkiste. Yay, let's go. Und ich kann, glaube ich, noch einen Durchgang freispielen, der... Wo hat denn der hingeführt, der Durchgang? Oder war das ein Durchgang? Ich weiß es nicht. Yay, Pfeile. Okay. Schade, war nicht so krass. War das ein Durchgang hier oder war da auch nochmal einfach eine Schatzkiste drin? Oder Geld nur? Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, war jetzt nicht so krass leider. Schade. Egal. Ja, hier können wir auch noch einige Geisterseelen holen, ne? Da geht auf jeden Fall was. Gerade auf dem Friedhof, da sind, glaube ich, 2, 3 Stück. Das sind ja auch nochmal ein paar Items. Okay, hier hat noch nichts getriggert. Ich glaube, wir müssen erst den... Wir müssen erst den König retten, ne? Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich weiß nicht mal ganz, wie das war, Leute. Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal wieder Nacht. Zack, bam. Geändert. So, und dann verwandeln wir uns noch in einen Wolf und holen uns erstmal hier ein paar Geisterseelen. Denn du kriegst halt auch, wenn du hier die Gräber verschiebst, manchmal Geister raus. Na? Wie zum Beispiel jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Fangstoß! Bam, mitten rein und
Okay, eine Geisterseele für eine Geisterseele, das nehme ich gerne an. Dann holen wir uns dich noch. Zack. Fangstoß und... Ah, 5 Rubine. Schade. Okay, das hat sich gerade nicht gelohnt. Gibt es hier auch noch einen? Oder war es das dann? Warte. So, zack. Okay, ich muss schieben von der anderen Seite. Nee, okay. Dann war es das hier jetzt schon. Hier brauche ich auch nochmal eine Fackel. Ah, es gibt noch so viele Sachen. Warum sage ich eigentlich immer Fackel? Ich meine, die Lampe. Immer sage ich Fackel. Okay, hier wären wir auch fertig. Aber in Kakariko selbst gibt es ja auch nochmal einige Items zu holen. Was heißt einige Items? Einige Geisterseelen zu holen. Die ich aber wahrscheinlich im nächsten Part dann machen würde, oder? Ich glaube schon. Ich glaube... Eine? Ist glaube ich nur eine, oder? Ich glaube, es gibt nur eine Geister... Nein, ich will nicht mit dir reden. Na, ich glaube, hier gibt es nur eine. Zu den Goronen können wir auch hoch. Das können wir auch machen. Gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein paar Items zu holen. Wir können uns ja auch den Durchgang zu den, zum Dungeon freispielen. Da können wir zwar noch nicht so viel machen, aber wir könnten ihn schon mal freispielen. Das geht auf jeden Fall. So, ich hole mir noch die eine Geisterseele, Leute. Ich glaube, das ist auch die letzte hier. Ich glaube, das ist die einzige, oder? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Hier quasi. So, einmal verwandeln. Sollte die einzige sein. Wenn nicht, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare rein, ob es hier noch was gibt. Aber ich glaube... Oh, warte mal. Ich habe gerade irgendwie noch... Komm her, my friend. Au, oh, der hat mich kalt erwischt. Au, 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 au. Shit, was ist denn hier gerade los? Jetzt, da habe ich ihn. Und jetzt Fangstoß. Bam! Zack, 13. Ah, wieder nur 5 Rubine. Schade. So, warte mal. Da, ja, da oben ist auch noch eine. Es sind 2. Ich habe gelogen. So, die holen wir auch noch. Dann sind wir wenigstens mit den Geistern hier fertig. Und dann können wir im nächsten Part im Kakariko noch ein bisschen als Mensch rumhängen. Und vielleicht noch ein bisschen Rechnung bezahlen und sowas. Ne, das geht ja auch. So, perfekt. Das ist die 14. Und wir kriegen Schlüssel für Schloss Hyrule. Ach, nö. Das brauchen wir leider noch gar nicht. Okay, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi.